Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Shadowbound. Und in dieser Folge zeige ich euch, wie man einen Beacon bunt aufleuchten lassen kann. Und ja, und das in Regenbogenfarben und das ohne, dass zwischendurch weiße, dass der Beacon weiß wird zwischendurch. Okay, so fangen wir an. Das sind die Blöcke, die ihr braucht. Auch in der Quantität habe ich sie angegeben, also 9 Repeater zum Beispiel braucht ihr. Okay, dann fangen wir an. Jetzt platziert ihr hier einen Block so. Seht dann hier eine 3x3 Fläche, eine 3x2 Fläche, sodass diese zwei neben der zweiten Reihe sind. So, platziert dann hier einen Hebel und platziert dann hier einen Komparator, der angeschaltet ist, also auf Subtrahieren eingestellt ist. Platziert ihr einen Repeater mit 4 Delay, baut hier einen Block hin, platziert hier einen Redstone, platziert einen Repeater in die andere Richtung mit 2 Delay, platziert hier noch einen Redstone und dann haben wir die Clock, also das, was den Takt angibt sozusagen. So, dann bauen wir hier einen Spender hin, der einen Trichter an sich hat. Mit Schleichen könnt ihr das machen, dass ihr das drauf platzieren könnt, indem ihr schleicht. So, werft ihr irgendein Item rein, ganz egal welches. So, es muss nur ein Item sein. So, da platziert ihr hier einen Komparator, platziert hier zwei Blöcke, so, platziert dann hier ein Redstone, platziert dann hier so euer Zeug, euer Blöcke, platziert hier, hier, hier und hier Blöcke, platziert ihr hier einen Komparator und hier einen Komparator und hier ein Redstone. Und da kommen jetzt immer eure Pistons drauf und das geht jetzt die Runde. So, dann kommt hier ein Piston zum Beispiel rauf und zum Schluss platzieren wir dann die Farben übrigens. Also das mache ich erst später. So, und jetzt müsst ihr das immer wiederholen. Und das 7 Mal, dass ihr 7 Pistons zum Schluss habt. So, tut ihr so, 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 so. Platziert hier dann 2 Redstone und einen Repeater mit 2 Delay. Und das könnt ihr jetzt immer so wiederholen. So, dann platziert ich hier noch einen Repeater auf 2 Delay, beziehungsweise ein Piston. So, 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 so. Und ihr seht, wie ich das immer wiederhole. Jetzt platziere ich hier 2 Redstone und hier einen Repeater auf 2 Delay. Und dann nochmal. Und dann wiederhole ich das nochmal. Jetzt sage ich nichts mehr, denn jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. So, 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 so. Und das sieht zwar schwer aus, ist es aber nicht so. Vielleicht in Survival ist es sicher schwerer, aber das ist alles Milch. Keine Sorge. So. Seht ihr hier noch einen Kolben und hier noch einen Kolben. So, so, so. Und dann so, so. Und dann seid ihr eigentlich fertig. Und jetzt kommen dann noch die Gläser rauf. So, 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 so. Jetzt platziere ich die Gläser rein. So, 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 so. Und hier einmal rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und violett. Und ihr seid eigentlich fertig. Jetzt könnt ihr das aktivieren. Und ihr seht, wie das in Regenbogenfarben aufleuchtet. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.